Also in der Erde, da ist ein großes Loch und da steht eine Pumpe und die pumpt dann das Wasser auf. Und das Wasser fließt dann in die Kläranlage. Es ist meistens im Keller. Es ist ein Loch in der Erde und da kann auch Wasser reinfließen. Das dreckige Wasser fließt dann da rein und die Pumpe saugt das dann auf und dann geht das halt in die Kläranlage. Welchen Begriff suchen wir? Unser Lösungswort heißt Pumpenschacht.